willkommen zu einem neuen Video. Endlich nach langer, langer Pause bin ich wieder zurück. Wie ihr an meinem Titel sicherlich erkennen könnt, komplette Planänderung. Was das heißt, das erkläre ich euch jetzt. Also ursprünglich wollte ich mit der Organisation IFS für ein Jahr nach Amerika gehen. Das werde ich jetzt nicht tun. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, für ein Jahr nach Irland zu gehen, mit keiner Organisation, sondern ich habe mich auf der Internetplattform Au Pair World angemeldet. Da können Au Pairs und Gastfamilien sich anmelden und sich auch finden. Ja, ich habe auch eine Gastfamilie gefunden, die wohnt 35 Kilometer überhalb von Dublin an der Küste. Und die haben drei kleine Kinder, die sind alles drei Jungs. Und die sind 0, 2 und 4 Jahre alt, also das kann ziemlich anstrengend werden. Aber über Au Pair World und meinen Matching-Prozess mache ich nochmal extra Videos. Warum jetzt nicht in Amerika, ist eigentlich ganz simpel und einfach zu erklären. Ich werde nach meinem Au Pair-Jahr ein duales Studium in der Bank beginnen. Und das ist meistens Studienbeginn 1. September oder 1. August. Das Problem ist, dass ich erst Ende April 18 geworden bin. Das heißt, erst ab dann konnten mich eigentlich die meisten Gastfamilien sehen, weil natürlich wollten die ein volljähriges Au Pair haben. Dann wurde mir von der Agentur gesagt, dass es noch 1 bis 2 Monate dauern könnte, bis ich überhaupt als Frequent Driver ausgezeichnet bin. Das heißt, nehmen wir an, ich Mai und dann nochmal 1 bis 2 Monate, also Juni bis Juli, bis überhaupt ich wirklich Gastfamilienvorschläge bekommen könnte, bis ich dann meine Gastfamilie finde. August, September, bis ich ausreise, September, Oktober. Und das ist einfach mir viel zu spät. Wenn ich dann auch noch einen 13. Reisemonat machen will, da komme ich einfach zu spät wieder nach Deutschland. Das würde nicht funktionieren. Ja, Irland ist da einfach viel flexibler. Man kann kurz mal nach Deutschland, vielleicht für ein Familienfest, aber auch für Bewerbungsgespräche, was mich jetzt nicht mehr betrifft. Aber damals war das noch sehr relevant für mich. Und deswegen habe ich mich für Irland entschieden. Außerdem hat Irland eine so wunderschöne Landschaft, was ich super toll finde. Und es ist kein kalter Winter, natürlich auch kein warmer Sommer. Aber trotzdem finde ich das echt super. Ja, ich hatte dann während meines Matching-Prozesses auch schon einen Gastfamilienvorschlag aus Amerika. Die kam aus der Nähe von Dallas. Die hatten Zwillinge, die waren beide 3. Aber da habe ich dann auch direkt abgesagt, weil ich will nicht, dass Leute dann die Zeit nutzen, um mir zu schreiben, wenn ich eh nicht mehr verfügbar bin. Deswegen, ich muss mal gucken, wie ich mich da jetzt abmelden kann von der Plattform. Aber das werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit in Angriff nehmen. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Fragen aufgekommen sind, dann schreibt mir einfach. Ich bin offen für alles. Ich werde aber auf jeden Fall über die Sachen nochmal ein bisschen Videos drehen. Und dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Ciao!